Eine teure Notlösung für Stefka Kodisch. Seit Jahren leidet sie an einem Bandscheibenvorfall. Die Physiotherapie in einer Praxis hilft ihr zwar, aber die Kasse bezahlt nur eine begrenzte Zahl von Behandlungen. Viel lieber würde sie wieder in eine Reha. Ich hoffe einfach darauf, dass ich heuer vielleicht doch noch schaffe, wegzukommen. Weil Physio, wie gesagt, kriege ich jetzt wahrscheinlich dann keins mehr erst einmal. Oder ich muss es mir halt selber bezahlen, was ich dann vielleicht auch mache, weil es einfach halt hilft. Und halt hoffe, dass ich jetzt demnächst dann doch mal eine Reha antreten kann. Egal mittlerweile schon wo. Seit einem Jahr genießt sie zwar Wahlfreiheit und darf sich ihre Klinik aussuchen. Doch in ihrer Wunschklinik ist nichts frei. Auf der Internetseite meinerehabilitation.de kann sie die Wartezeiten einsehen. Im März hat sie den Antrag gestellt, doch erst im Dezember gibt es einen Platz. Es nervt gewaltig. Also es nervt, weil man einfach Angst hat, dass nochmal so ein starker Schmerzanfall kommt. Ihre Traumklinik in der Nähe von Murnau vor der Alpenkulisse, überbelegt. Denn seit etwa einem Jahr dürfen Patienten ihre Wunschklinik zwar frei wählen, müssen aber auch in der Regel länger warten. Aus Klinikkreisen heißt es, das liege am Reha-Tourismus. Die deutsche Rentenversicherung will das nicht bestätigen. Wir deuten das so, dass den Versicherten ihr Wunsch- und Wahlrecht an der Stelle wichtiger ist und sie eben ihre Wunschklinik auch dann wählen, wenn es mit einer längeren Wartezeit verbunden ist. Stefka Kodisch hat mittlerweile aufgegeben, auf ihre Wunschklinik zu warten. Angesichts der langen Wartezeiten bleibt die Klinikwahlfreiheit für sie und viele andere nur ein leeres Versprechen.